Wir wissen alle, dass es sehr wichtig ist, ausreichend und genug Wasser zu trinken, damit man hydriert bleibt. Und das Interessante dabei ist, wenn ich die Leute frage, dass ich eigentlich gar kein Wasser mehr trinke. Es ist halt immer sehr lustig, zum Beispiel im Tai Chi, da trinken Tee, nur ich hocke immer da und trinke gar keinen Tee. Oder auch bei meinen Freunden, Grüße gehen raus, dass ich bei ihnen bin und immer wieder Wasser angeboten bekomme und ich immer wieder Nein sage, die immer große Fragezeichen dann kommen, warum ich dann gar kein Wasser trinke. Und da gehe ich in dem Video ein bisschen tiefer drauf ein, warum ich erstens gar kein Wasser trinke, was ich stattdessen mache, wenn ich mal Wasser trinken sollte, was es denn überhaupt für Wasser ist. Eines der Hauptprobleme an unserem heutigen Wasser ist einfach die Qualität. Also Leitungswasser zum Beispiel, das ist wirklich, ich würde mal sagen, Schmutz. Also so, das ist ja fluoriert zum Beispiel. In manchen Ländern wird da noch Chlor beigegeben. Dann sind da noch Medikamente-Rückstände auch von der Landwirtschaft und von der konventionellen Tierhaltung. Alles Mögliche mit dabei. Und die Industrie kippt ja auch hier den ganzen Müll irgendwo hin. Findet man auch irgendwo im Grundwasser. Und da ist halt einfach das Problem an der Qualität von dem Leitungswasser, was halt zu wünschen übrig lässt. Und die ganzen Kläranlagen und Filteranlagen, die tun auch nicht alles Mögliche damit rausfiltern. Und das Leitungswasser wird ja auch durch Rohre transportiert, die jetzt auch nicht so schmackhaft zum Beispiel aussehen. Und für mich ist auch noch ein entscheidender Punkt, das ist ja das eine, man könnte jetzt mal sagen, okay, du kannst ja ein Filtersystem und alles Mögliche nehmen. Stimmt, alles meiste, die meisten Filtersysteme oder die meisten Osmoseanlagen, die haben zum Beispiel immer noch Mineralstoffe und genau da ist das Problem, nämlich die Mineralstoffe, die ja auch hier im Körper für Probleme sorgen. What? Jetzt werden wieder viele aufschreien und sagen, hey, der Körper braucht doch Mineralstoffe und die sind auch wichtig und die muss er auch vom Wasser mit aufnehmen und vergessen dabei den Punkt ist, dass der Körper Mineralien in lebendiger und organischer Form benötigen und das, die Mineralien, die im Wasser vorzufinden sind, sind inaktiv, weil sie auch dementsprechend keine Enzyme haben. Also da gibt es einen Unterschied zum Beispiel von lebendigem Wasser, wie man es zum Beispiel in Früchten, Gemüsesäften und alles Mögliche findet, also aus Pflanzen zum Beispiel, und totem, wie man es zum Beispiel im Wasser findet, was halt inaktiv ist. Und wenn man zum Beispiel Wasser trinkt und zu sich nimmt, dann kommt das alles zur Leber. Und die Leber fängt dann an, das Wasser zu filtern und tut alles raus, bis auf Wasser und das Sauerstoff. Das ist nämlich reines H2O und mit dem arbeitet unser Körper und damit arbeitet zum Beispiel unser Blut und unsere Lymphe. Das braucht er. Den Rest, was die Leber damit macht, die weiß jetzt nicht, ob das jetzt aktiv oder inaktiv ist, ob es unserem Körper nutzt oder ob unserem Körper schadet. Und die schaut dann, sie bringt es halt entweder in den Blutkreislauf rein und schaut, was halt damit passiert, ob es dann ausgeschieden wird oder entgiftet wird zum Beispiel. Oder die tut halt dann das dementsprechend lagern und halt auch Reserven dadurch bilden. Für die Leute, die darauf beruhen, dass Wasser unbedingt Nährstoffe benötigt, ist es vielleicht mal wichtig zu wissen, wie denn unser Blut aufgebaut ist. Und da ist es so, dass es zu 90% aus reinem Wasser besteht, also nur aus Sauerstoff und aus Wasser, keine Mineralstoffe und Nährstoffe, zu 8-9% aus Eiweiß bzw. aus Enzymen und Aminosäuren zum Beispiel und die, wenn überhaupt, bis zu 1% aus den Sachen, Mineralien, inaktiv oder nicht, die halt das Blut während es halt zirkuliert in unserem Körper einfach mit aufnimmt. Damit unsere Zellen Mineralstoffe aufnehmen können und auch damit arbeiten, ist es jetzt auch sehr wichtig, dass sie halt einerseits organisch vorhanden sind, also nicht anorganisch oder inaktiv. Also sie müssen lebendig sein, wie ich ja gerade erwähnt habe. Und sie müssen auch eine gewisse Größe haben, also das müssen so kolloidale Teilchen haben. Also wenn die dann größer als diese Maßeinheit sind, dann kann unsere Zelle das nicht aufnehmen und dann kann es auch sein, dass sie auch das dementsprechend auch verstopft wird und das sind halt sehr viele Mineralien abwirft und dann irgendwo im Körper abgelagert wird. Diese Ablagerungen können auch verheerende Folgen haben, also zum Beispiel können sie bei uns die Arterien und Venen blockieren und das sorgt dann auch zum Beispiel für Schlaganfälle oder Herz-Kreislauf-Probleme bzw. Herzinfarkt, Gelenkprobleme, Muskelschmerzen können auch damit verursacht werden und das Problem bei den ganzen Sachen ist, beziehungsweise interessant bei den ganzen ist, dass das ja auch schon länger bekannt ist, also Dr. Norman Walker in seinem Buch, wie Wasser auch unsere Gesundheit schädigen kann, beziehungsweise auch schon bereits 1845 ein Dr. Abel oder ein Mr. Abel besser gesagt, hat das auch schon beschrieben, dass man zum Beispiel keine Getreideprodukte zu sich nehmen soll, dass sie halt auch die verstopfen können, diese ganzen Mineralstoffe, auf dem unsere diese Theorie da aufgebaut wird, auch im Wasser, dass das mehr für Probleme sorgt, als es uns irgendwie in einer gewissen Weise helfen könnte. Im Buch von Norman Walker, was ich auch unten verlinken
gucken werde, da beschreibt er auch, dass halt zum Beispiel Nierensteine dadurch entstehen, dass er diese Mineralstoffe im Wasser versucht, blockieren die Kapillaren von der Niere, diese Mineralstoffe, und dadurch halt dann jetzt der Anfang von Nierensteinen ist. Und er hat auch einem ausgerechnet, dass halt diese Ablagerung über einen Lebenszeitraum ungefähr 120 Kilo ausmachen können an Magnesium, an Calcium, an Kalk, und ungefähr 10% davon im Körper zurückbleiben und sich da dann irgendwie ansammeln, und dann kommen halt dann diese ganzen Sachen wie Gelenkprobleme, die ganzen Herzinfarktkrankheiten, Alterungen, man wird immer steifer, man ist nicht so flexibel, wie man es in jungen Jahren war, und dieser ganze Prozess beginnt ja schon, wenn wir ziemlich jung sind. Und in dem Buch wird auch beschrieben, wie man das auch loswerden kann, diese Ablagerung, und das ist reines Wasser. Und wo finden wir reines Wasser? Wie vorhin erwähnt, zum Beispiel in Obst und Gemüse, in Pflanzen. Das heißt, in grüne Säfte, wie ich sie zum Beispiel zu mir nehme, in Gurken, in Salat, in Tomaten, solche Sachen soll man zu sich nehmen. Also hier die schleimfreie Heilkost zum Beispiel anwenden oder die vegane Rohkost. Also sich sozusagen hydrieren, um solche Sachen auch zum Beispiel mit auszuschwemmen, und destilliertes Wasser. Also hier dampfdestilliertes Wasser. Ich habe zum Beispiel einen Dampfdestillierer. Den nutze ich halt auch manchmal, wenn ich zum Beispiel Wasserfasten ein bisschen mache oder wenn ich halt unterwegs bin und halt irgendwas zu trinken habe. Im Grunde ist es halt bei mir so, diese wasserhaltige Rohkost, wie ich sie zu mir nehme, also jeden Tag einen Saft und auch Gurke und alles mögliche esse, dann habe ich nicht immer das Bedürfnis, so viel zu trinken nebenbei, aber wenn ich mal was trinken muss, dann ist es halt dampfdestilliertes Wasser. Und jetzt kommen dann wieder die Leute und sagen, ja, das entzieht dir den Nährstoff oder es laugt dich aus. Nein, es werden nur diese Ablagerungen und diese Überschüsse von dem Wasser aufgenommen und ausgespült. Das ist nämlich das destillierte Wasser, es nimmt einfach auf. Und diese Ablagerungen, die schwirren herum, die wurden von den Zellen abgestoßen, es ist Dreck, und das wird dann halt dementsprechend ausgeschieden. Ich habe euch einen Dampfdestillierer unten auch wieder verlinkt, könnt ihr auch gerne über den Link einkaufen, um mein Projekt zum Beispiel zu unterstützen. Und deswegen empfehle ich das auch mehr anstelle einer Osmoseanlage, weil die halt immer noch manche ein paar Teilchen noch mit drin haben. Anorganisch, wie bereits erwähnt, und das ist halt nicht optimal. Und das ist reinste Wasser halt, ist das dampfdestillierte Wasser. Um mein Wasser nochmal zusätzlich zu energetisieren nach der Dampfdestillierung, stelle ich es entweder in die Sonne, oder ich habe halt so einen Verwirbler oder so einen Mixer oder so einen Mischer halt für Pulverchen. Und da tue ich halt auch ein bisschen das Wasser rein, lasse es verwirbeln, dass es halt ein bisschen an Schwung und Leben bekommt. Und jetzt sind wir am Ende des Videos angekommen, und ich hoffe, ich konnte dein Wissen nochmal zusätzlich erweitern, dass halt auch Wasser die Gesundheit von dir schädigen kann und es da auch wirklich aufzupassen ist, was man für Wasser zu sich nimmt und welches, und auch die Hintergründe, dass es halt am besten ist, wenn man mineralstoffarmes Wasser zu sich nimmt, weil man braucht keine toten Mineralien im Körper, und dementsprechend sollte man vielleicht eher dann wasserhaltige Früchte zu sich nehmen, weil die da sind, die Mineralstoffe wenigstens organisch vorhanden. So, in diesem Sinne, falls es dir geholfen hat, dieses Video gerne einen Daumen nach oben geben, kommentieren und abonnieren auch für mich und den Algorithmus, damit halt meine Videos weiter verbreitet werden, damit es sich auch sozusagen für mich lohnt. Als kleines Dankeschön, dass ich halt für euch diese Videos mache. Hier jetzt in Handschuhen, ist richtig kalt draußen, ist für mich jetzt sehr anstrengend, aber ich mache es gerne für die Aufklärung für euch, damit ich auch euer Leben zusätzlich mit verbessere. Schaut auch gerne in der Infobeschreibung vorbei, da habe ich die ganzen Sachen verlinkt, die ich auch erwähnt habe, die Bücher, den Destillierer und so weiter. Und auch gerne auf meine Webseite vorbeischauen für die ganzen Kurse, die ich zum Beispiel anbiete, Permakulturprojekte, Projekte, Kurse für die schleimfreie Heilkost, Coachings, alles mögliche, gerne da mal vorbeischauen. Saatgutlisten, alles von meiner Webseite, was ich dann alles von meinem Projekt so mache, findet ihr alles unten verlinkt. Und wir sehen uns in der nächsten Episode hier im Peace-Projekt. Bis dahin,